Die Performance und euer Auftreten im Call spielen hier eine Riesenrolle. Auch hängt eure Conversion davon ab, wie gut euer Qualifikationsprozess ist. Wenn ihr nämlich gut qualifiziert und alle Entscheider mit in der Demo dabei sind, werdet ihr direkt mehr Offerten stellen können am Ende der Calls. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Comex.io. Ich bin Levin und ich leite das Customer Success Team bei Comex. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über die Funnel-Analyse und wie man dieses Tool nutzt, um jeden Schritt in dem B2B-Sales-Funnel messbar zu machen. Wenn ihr bis zum Ende mit dabei bleibt, lernt ihr, wie man einen messbaren Funnel aufsetzt und was dabei wichtig ist, welche Benchmarks eine Rolle spielen und wie 450 plus Comex-Kunden dieses Konzept nutzen, um Breaks in ihrem Funnel zu identifizieren und über kleine, gezielte Verbesserungen einen massiven Impact auf ihre Deal-Cycles und Conversion-Rates zu erzielen. Also, dann lasst uns mal einsteigen. Wieso ist Messbarkeit im Funnel überhaupt wichtig? Well, nur so lässt sich die Situation vermeiden, von der wir immer wieder im Austausch mit CEOs und Head of Sales hören. Es kommen zwar Leads rein, weil viel Geld in Top-of-Funnel-Maßnahmen wie Online-Ads, Content oder Marketingagenturen investiert wird, es mangelt aber an den Abschlüssen. Diese kommen nur vereinzelt und gefühlt zufällig rein. Der ROI der verschiedenen Channels ist nur schwer sicherzustellen und meistens sind die einzigen Leads, die wirklich schnell abschließen, die aus dem Netzwerk. Man fragt sich, generieren wir die falschen Leads? Sollten wir die Agentur wechseln? Machen wir was in der Qualifikation falsch? Liegt der Fehler vielleicht doch irgendwo in unserem Pitch oder im Auftreten unserer Sales-Leute? Sind die nicht souverän genug? Vielleicht ist es auch unser Angebot. Das ist zu teuer oder es ist noch nicht gut genug. Es ist noch nicht, transportiert noch nicht genug Mehrwert. Es gibt zig Möglichkeiten und man weiß nicht, wo man ansetzen soll. Oftmals schraubt man an den falschen Dingen und versucht, Aspekte zu optimieren, von denen sich später herausstellt, dass man sie lieber gar nicht hätte anfassen sollen, weil das Ganze funktioniert hat oder jetzt sogar schlechter funktioniert als vorher. Das führt dann zu Frust und zum Gefühl von Hilflosigkeit. Wenn man jetzt aber seinen Funnel standardisiert und weiß, welche Benchmarks in welcher Stage relevant sind, dann kann man schnell und einfach identifizieren, wo genau der Funnel gerade bricht und dann auch die entsprechenden Maßnahmen einleiten. Also, was braucht es jetzt für einen messbaren Funnel? Zunächst mal brauchen wir ein solides Verständnis für unser ICP. Das bedeutet, wer sind unsere idealen Kunden, für die wir den meisten Mehrwert liefern können und welche Art von Kunden können wir auch in vorhersehbarer Zeit abschließen? Da sind Fragen wichtig wie, wer sind diese Unternehmen? Wie groß sind sie? In welcher Industrie sind die unterwegs? Mit welchem Setup und mit welchen Charakteristika zeichnen diese sich aus? Wer sind unsere Ansprechpartner und Entscheidungsträger? Wer sind die Champions? Wer sind die Leute, die beeinflussen? Wie arbeiten die Leute zurzeit? Welche Ziele wollen sie erreichen? Und welche Probleme haben sie auch in diesem Zusammenhang? Was haben sie schon probiert, um die Probleme zu lösen? Wenn ihr die Antwort hierauf wisst und dies mit mehr als 20 Kunden bestätigt habt, dann habt ihr ein bestätigtes ICP. Dieses erlaubt euch jetzt, innerhalb eines Calls zu verstehen, ist der Prospect relevant oder ist er eben nicht relevant? Erst wenn ihr dieses Verständnis habt, werdet ihr nie wieder Zeit mit Prospects verschwenden oder Wochen oder Monate lang mit ihnen Calls verbringen, um dann am Ende doch nicht zum Abschluss zu kommen. In anderen Worten, ihr stellt sicher, dass das Problem in eurem Funnel nie die falschen Leads sind. Im nächsten Schritt müssen wir eine standardisierte und wiederholbare Struktur in unserem Sales-Prozess implementieren. Der Prozess sollte so aussehen, dass er euch die maximale Kontrolle gibt. Das Konzept kennt ihr schon aus verschiedenen Videos von mir. Wir empfehlen folgendes Setup. Ich zähle mal die Stages auf. Zuerst Qualification Call Scheduled, dann Qualification Completed Not Booked, dann Demo Scheduled, dann Demo Completed Not Closed, dann Feedback Meeting Booked, dann 7-Day Sign Up und dann Contract Sent und zu guter Letzt eben Close Won oder Lost. Jeder Schritt im Funnel hier repräsentiert, wie wahrscheinlich ein Abschluss mit eurem Prospect sein wird. Außerdem gilt die Faustregel. Jeder Schritt ist ein Call bzw. Meeting. Wir machen die Quali dann in einem Call, dann die Demo in einem Call, dann das Feedback oder 7-Day-Sign-Up-Meeting in einem Call. Ihr wollt so wenig wie möglich über E-Mail koordinieren und alle wichtigen Punkte in Calls abdecken. Nur dann könnt ihr Einwände behandeln und auf den Prospect eingehen. Lasst uns kurz durch den Prozess gehen. Also, der erste Schritt im Funnel ist, dass ein Quali-Call gebucht wurde. In der Qualifikation stellt ihr sicher, dass der Prospect für euch relevant ist und dass es Sinn ergibt, weitere Gespräche zu führen.
Die Quali sollte geskriptet und komplett standardisiert sein. Sie beruht auf eurem ICP. Wenn der Lead dann disqualifiziert wurde, fliegt er aus der Pipeline. So habt ihr keine sogenannten toten Fische in der Pipe, die sowieso nie etwas werden. Wenn die Quali positiv war, gibt es dann zwei Möglichkeiten. Nummer 1, ihr bucht eine Demo und Nummer 2, ihr bucht keine Demo. Wenn ihr eine Demo bucht, geht es weiter im Prozess. Euer To-Do, die Demo vorbereiten und die Demo nehmen. Wenn ihr keine Demo bucht, gab es irgendeinen Blocker. Euer To-Do, Follow-up mit dem Kunden und den Blocker beseitigen plus die Demo terminieren. Ihr seht schon, das Ganze wird binär, wenn wir so arbeiten. In der Demo, also eurem Pitch, stellt ihr euer Produkt oder Service dann vor. Ich gehe in diesem Video jetzt nicht auf die Details des Pitches oder der Demo ein und wie diese psychologisch aufgebaut werden sollte. Dazu verlinke ich euch auf ein anderes Video unten in der Beschreibung, wo ich das Ganze schon mal beschrieben habe. Heute ist nur wichtig, wir stellen nach der Demo, wenn möglich, eine Offer. Unsere Offer ist dann immer für 7 Tage gültig. Es gibt nach der Demo 3 Möglichkeiten. Nummer 1, ihr stellt eine Offer und bucht ein Meeting mit Go-No-Go-Entscheidung in maximal 7 Tagen. Euer To-Do in dem Fall, den Termin nehmen und den Deal closen. So, die nächste Option ist, dass ihr keine Offer stellt und ein Feedback-Meeting bucht, in dem weitere Entscheider abgeholt werden, weitere Fragen geklärt werden und so weiter. Euer To-Do, alles klären und dann die Offer im nächsten Termin stellen. Ihr stellt weder Offer noch bucht ihr ein weiteres Meeting, das ist die dritte Option. In dem Fall war der Prospect meist nicht vom Pitch überzeugt. Oder es stellt sich heraus, dass nicht alle Blocker in der Quali identifiziert wurden und es kann wegen des Prospects kein weiteres Meeting gebucht werden. Euer To-Do in dem Fall, Follow-up mit dem Prospect, die Blocker beseitigen und schlussendlich das Feedback-Meeting buchen. Zu guter Letzt gibt es noch die Contract-Stage. Diese ist die einzige, welche nicht an ein Meeting gebunden ist und greift nur, wenn wirklich alle Fragen im Feedback-Meeting geklärt wurden und wir nun nur noch auf die Unterschrift warten. Es geht nur noch ums Abzeichnen. So, wenn wir das jetzt alles aufgesetzt haben, dann haben wir die richtige Struktur implementiert, die einen messbaren Prozess erlaubt. So, und jetzt kommen wir mal zu den Benchmarks. Also lasst uns die mal in Ruhe anschauen. Bitte beachtet, dass diese Benchmarks von Geschäft zu Geschäft variieren und wir hier mit SaaS-Benchmarks aus unseren eigenen Erfahrungswerten arbeiten, die wir auch ständig updaten. Ja? Fangen wir an mit der ersten Stage, das ist einmal Quali-Call Scheduled zu Demo-Call Scheduled. Die Benchmark zwischen Quali-Call Scheduled und Demo-Scheduled variieren nach Channel. Bei Inbound und Netzwerk werdet ihr generell weniger ausqualifizieren als bei Outbound-Channels. Grundsätzlich solltet ihr aber hier immer zwischen 50% und 90% je nach Channel liegen. Also maximal die Hälfte der Leads sollten ausqualifiziert werden, sonst solltet ihr euren Channel reviewen. Wenn ihr nie einen Lead ausqualifiziert, habt ihr höchstwahrscheinlich Lücken in eurem Quali-Prozess, die euch später im Funnel auf die Füße fallen. So, die nächste Option ist etwas unwahrscheinlich, aber auch wichtig und das ist Quali-Call Scheduled to Qualification Completed Not Booked. Das sollte in maximal 10% aller Fälle auftreten, sollten Einzelfälle sein. Wenn ihr hier mehr habt, solltet ihr eure Call Performance reviewen in der Qualifikation, da ihr scheinbar nicht, da ihr scheinbar mit den richtigen Leuten sprecht, aber deren Vertrauen nicht bekommt, sich weiter mit euch auszutauschen. Denn wenn es die falschen wären, hättet ihr sie rausgeschmissen und wenn der Call gut gelaufen wäre, hättet ihr eine Demo gescheduled. Kommen wir zur nächsten Stage und das ist jetzt Demo scheduled to Feedback Meeting booked. Kommen wir also zur Demo hier. Ne? Die Demo ist ja das Herzstück eures Funnels und auch der Ort mit den meisten Optionen und wo man auch die meisten Fehler machen kann. Die Performance und euer Auftreten im Call spielen hier eine Riesenrolle. Auch hängt eure Conversion davon ab, wie gut euer Qualifikationsprozess ist. Wenn ihr nämlich gut qualifiziert und alle Entscheider mit in der Demo dabei sind, werdet ihr direkt mehr Offerten stellen können am Ende der Calls. Folgende Benchmarks wollt ihr mindestens bzw. maximal erreichen. Demo Scheduled to 7-Day Sign-Up mindestens 20%. Demo Scheduled to Feedback Meeting Booked zwischen 40 und 60% und Demo Completed Not Closed maximal 20%. Bucht ihr zu wenige Entscheidungsmeetings, habt ihr wie gesagt ein Quali- oder ein Pitch-Problem. Gleiches gilt für die Feedback Meetings, welche jedoch immer am meisten vorkommen werden. 40 bis 60% der Fälle ist das der Fall. Auch wenn zu viele Demos ohne Folgecall enden, dann habt ihr im Pitch nicht überzeugen können. Lass uns schlussendlich noch zu den Closing Benchmarks kommen. Also wir schauen uns hier die folgenden Raten an. Demo to Close 1, 7 Day Sign Up to Close 1 und Contract Sent to Close 1.
Also Demo to Close, also wie viele eurer Demos schlussendlich auch abzeichnen, hilft euch einen Überblick zu bekommen und trifft eine holistische Aussage über die Qualität eurer Demos. Ja, diese KPI. Das heißt, gute Reps bei uns machen 25% Demo to Close. Ihr solltet mindestens 10 bis 15% erreichen. So, kommen wir zur nächsten Stage. Das ist 7-Day Sign-Up to Close. Also wie viele eurer Offer-Meetings konvertieren dann auch wirklich? Hier wollt ihr mindestens 50%. Sonst habt ihr ein Problem im Pitch und eurem Objection-Handling. Denn es gilt, wenn wir unterbreiten nur Angebote für diejenigen, die keine inhaltlichen Objections bzw. Einwände mehr haben, die wir überzeugen konnten und die ein guter Fit sind. Es sollte an diesem Punkt, wenn ihr eine Offer stellt, eine rein betriebswirtschaftliche Entscheidung sein. Wenn das nicht der Fall ist und zu viele Leute abspringen, dann habt ihr am Anfang etwas falsch gemacht. Und zur letzten Stage ist dann Contract Sent to Close, also wie viele eurer gesendeten Contracts werden unterzeichnet und zurückgeschickt. Hier wollt ihr 95% oder mehr. Alles darunter indiziert, dass ihr eure Contracts zu früh verschickt habt, dass eure Offer nicht gut genug ist bzw. zu teuer ist oder dass eure Performance in der Verhandlung zu wünschen übrig lässt. Und voilà! Jetzt habt ihr den Prozess, den Funnel und die Benchmarks, die wir und unsere Kunden nutzen, um den Funnel so zu optimieren, dass Offers bis zu 60.000 Euro Annual Contract Value in 14 Tagen oder weniger zum Abschluss kommen. Wenn ihr das jetzt spannend findet, aber nicht sicher seid, wie ihr diesen Prozess auf euer Geschäft anwendet, welche der Benchmarks in eurer Industrie 1:1 übertragbar sind und welche nicht, wie ihr herausfindet, wo genau das Problem in eurem Pitch liegen könnte, wenn ihr identifiziert habt, dass das wahrscheinlich ein Bereich sein würde, wo es problematisch ist, oder wenn die Demos nicht richtig zum Abschluss kommen, dann bucht euch gerne mal einen unverbindlichen Assessment Call mit einem unserer Growth Consultants. Die holen euch dann einmal ab und finden heraus, ob das System, was wir inzwischen bei über 450 B2B-Kunden in ganz Europa implementiert haben, auch für euren Case relevant sein könnte. Sag mal, Andreas, war's das jetzt? Ja, das war's. Beziehungsweise noch eine Sache, das Auto fehlt. Ah ja, okay. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonnier unseren Kanal und drück die Glocke, sodass du kein Video mehr in der Zukunft verpasst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann sende uns die direkt in den Kommentar unter diesem Video. Hast du das, Marc? Ja. Okay. Cool.